Niemand wird dir helfen. Niemals. Einmal einen Kopfschuss kriegen. Hast du Betäubungspfeile dabei? Na klar. Also, betäuben und hier lassen. Ja. Einfach irgendwo wegwerfen. Oh mein. Gar keinen Bock auf Schule. Ja, muss halt sein. Ich hab nichts gekriegt, nö. Jetzt steht die Nudel. Oh nein, Stein voraus. Nein. Der steckt im Kanu unten drin, der Betäubungsfall. Ich sehe ihn. Echt? Okay, wahrscheinlich kann ich da nicht schießen so richtig. Müssen wir nicht eigentlich schon da sein? Wo fahre ich denn hier überhaupt hin? Ja, du bist warte richtig. Mal. Okay. Wie weit sind wir denn gefahren? Holy. Muss ich jetzt mal ein bisschen links halten? Ernsthaft? Zieh mich mal bitte aus dem Wasser, das ist nicht wahr. Ich bin gleich tot, mich tötet ein Fisch. Ist es nicht wahr, Mann? Ist es dein Ernst, Nudel? Ernsthaft? Das Kanu zählt als Bett. Ist es dein Ernst? Das Kanu zählt als Bett? Ja, das Kanu zählt als Bett. Du hast Glück gehabt. Sorry. Kannst du mich bitte betäuben? Ich wollte eigentlich den anderen treffen. Aber jemand müsste für mich die Piranhas töten, sonst kann ich mein Zeug nicht holen. Hast du schon? Okay. Das war dann mein erster Tod. Perfekt. Legende. Gute Zeit. Sind wir schon hier? Hm. Ist einfach so ein Honigbums, also so ein Bienennest. Lol, ja. True. Ja. Warte, Körper ziehen. Ja. Yeah. Viel Spaß da unten. Ich chille. Ich bin hin durchs Wasser. Ich bin zu den Quallen. Ja, ja. Lass ihn bei, tu ihn ins Boot, dann können wir ihn bei den Quallen rausschmeißen, das ist sicherer. Genug Sauerstoff, das werden wir sehen. Er ist wieder wach, nein. Ach, nein. Ich bin vergiftet, warum bin ich begiftet? Oh sorry, ich hab dich wahrscheinlich gerade getroffen. Tut mir leid. Ich hab Narkosemittel dabei, wenn wir ihn nochmal betäuben, könnte ich ihn mit Narkosemittel füttern. Ich hab ihn nachgeladen. Ja, die Rache. Die Rache, das stimmt. Kann ich nichts essen. Die Rache. Der läuft da gerade am Strand hier. Hä, warum was ist denn mit meiner Waffe? Lädt die nicht nach, du musst equippen und wieder equippen. Das ist ein Bug. Er ist weg. Er ist hier irgendwo. Er versteckt sich. Du entkommst uns nicht, Nudel. Wir werden dich finden. Du wirst für deine Taten bestraft werden. Jetzt habe ich euch beide verloren. Schon mal das Kanu. Ich bin hinter dir. Hier. Ja. Ich meine, er kann ja nicht weglaufen. Irgendwo muss er ja dann parken. Wir werden ihn finden. Ich kämpfe ihn einfach auf der anderen Seite vom Strand ab. Er muss ja nach Hause kommen. So ist es ja nicht. So, hier lang. Ja, irgendwo ausloggen. Genau. Ach ja.
Schwimmen da wahrscheinlich da drüben über die Quallenbereiche durch. Könnte sein. Ich meine, wir sind auf jeden Fall schneller als er. Die Nudel will pennen gehen. Da muss ich nicht überall ausgehen. Waren hier nicht mal voll viele Bäume? Mal, ja. Okay, Position beziehen. Legen wir einfach hier ins Gras. Da einfach. Ist ein Vogel, der gerade durch. Ich mach die Pfeile. Genug verschossen jetzt. Wieder auf der Pierschwester home. Ich bewach den Haupteingang. Wahrscheinlich baut er sich jetzt hinten irgendwo eine Hütte oder so eine kleine zum Ausloggen. Schon lockt sich da aus, das kann schon sein. Oh ne, da waren Leuchtpistolen drin. Die würde ich gerne mitnehmen. Digga, das Vieh klaut mir einfach meinen Fallschirm. Was? Hast du einen Fallschirm dabei? Was für ein PIN-Code würde Nudel benutzen für eine Tür? Was denkst du? Monster, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Hä? Das ist hast du ihn erwischt? Nee. Nee, hat er gesagt. Er hat's gesagt. Er hat's gesagt? Hä? Nudel, gute Nacht, aber wo bist du? Ja, in meinem Haus, hä? Er ist wirklich in seinem Haus, wie? Er hat eine Schnellreise gemacht, glaube ich. Uff. Nee, ich bin einfach nur gestorben. Du bist gestorben. So. Ja, das ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation, hol mal das C4. Nein, natürlich nicht. Ich habe gestern auch schon ein paar PIN-Codes durchprobiert. Ich hab's nicht gefunden. LOL! Hinten rum? Irgendwas ist kaputt gegangen. Er hat irgendwas kaputt gemacht. Soll ich mal den Manfred hauen? Der Club der Raffen. Nein. Oh, jetzt hab ich. Wieso steckt denn da der halbe Arsch raus? Ach ja. Ja, Nudel, wenn du ins Bett gehst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, ne? Ja, ich müsste vorher noch meinen Loot holen, ne? Wer ja, okay, dann. Ja, wir lassen dich, wir werden dich passieren lassen. Du darfst deinen Loot holen gehen. Der Andi tut auch nichts. Wir versprechen es, also wirklich. Ehrenwort. Wenn du rausgehst, wird dir nichts passieren. Der Andi steht zwar vor der. Nein, Andi. Das tut ihm leid. Das tut ihm leid. Digga, jetzt sind alle Dinos auf euch, ne? T gedrückt halten und einmal kurz zurückpfeifen. Das tut ihm leid. Wenn du hier rausgehst, wird dir nichts passieren. Bei der Rückkehr können wir für nichts garantieren. Ah, mein Boot ist ja auch beschädigt.
repariere da mal meine Klamotten. Er fliegt. Echt? Er ist rausgeflogen, hast du nicht gesehen? Leute, er ist mir hinterher geschossen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. So, hier die Dinger noch reparieren. Mach dir Bolas. Ich weiß nicht, wenn man trifft, ist es dann der Vogel oder er, der gelähmt wird? Das ist eine gute Frage. Kann man irgendwie flüstern im Chat, global, und nur Personen oder so? Genau. Ich wollte auch schon mal eine Allianz machen, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ja, ich habe noch keinen Tribe, ich mache mir dann gleich mal noch einen Tribe. Und dann, warte, ich mach das einfach jetzt gerade sofort. Wie mach ich denn das? I. Tribe, benenne dein Tribe. Hier, wir machen einfach hier gar nicht übertrieben oder so, gar nicht irgendwie großmütig oder hochmütig. Einfach The Empire. Neuen Stamm gründen. So. Jetzt habe ich auch meinen Stammlog, genau. Okay. Und jetzt müssten wir auch eine Allianz machen können. Rein theoretisch. Ja, haben wir ausprobiert. Also es, irgendwie funktioniert das nie. Du gehst dann auf, also auf Tribe Manager Allianzen. Und dann kannst Allianz hinzufügen. So, jetzt nenne ich die irgendwie. Wie nenne ich sie? Aber man kann da nichts machen damit. Aber es gibt kein Wobei, das schaut auch ganz lustig aus. Annehmen. Oder man muss auf einen anderen draufgehen und dann den so in der Allianz einladen oder so. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ich weiß auch nicht. Vielleicht wegen dem L. Nordens. Annehmen? Nö. Hä? Vielleicht habe ich da was falsch, aber. Hä? Das sollte eigentlich nicht so sein. Kann man denn bei Leuten nichts mehr machen? Also hier so. Ich kann dich auch nur zum Stamm einladen, aber nicht irgendwie Allianzen machen. Ich kann dich gar nicht auswählen und keine Option machen bei dir. Was? Ah, warte, ich habe noch God Mode drin, das wird's sein. Nein. Nee, nee. Spaß. God Mode. Was ist denn mit diesem Typen? Vielleicht fliegt der auch hinten rum, weißt du? Vielleicht macht er so eine riesige Runde. Ich traue der Nudel wirklich zu, dass er sich da gerade ein Hütchen baut. Ah, meinst du? Mhm. Ich such das, ne? Ich mach da ein Luftloch rein in die Bude. Tiere müssen auch gut atmen. Ich spendiere den Käfig. Ich auch? Was? In die Nudel schreibt ich auch, hä? Ach ja. Das ist halt einfach, warum Ark so viel Spaß macht, wenn andere Leute dabei sind. Das ist einfach geil. Traue mir das zu? Ach so, dass es sich ein Häuschen baut. Bist du unterwegs, um ihn zu suchen? Ich mach jetzt los, ja. Ich bleib bei seiner Hütte. Ich probiere jetzt hier mal was. Nein! Nein! Wieso denkt denn das Spiel mit? Schade. Ich hätte mir sonst die Stachelwände da vor die Tür gesetzt. Schade. Aber nicht, wo der hier ein Haus bauen soll. Ich meine, er muss ja nur ein paar Bäumchen fällen, ein bisschen Stroh und Holz sammeln dadurch, verfasern und dann hat er es doch schon, dass er sich ein Strohhütchen baut.
Kann er überall hinbauen. Was macht er mit seinen Tieren? Mit seinem ist doch nur der Petri, den kann er mit reinstellen, wenn das groß genug baut. Hm. Er muss auf jeden Fall mal seine Tür reparieren, der hat sich nur schon 3 Schaden. Wie auch immer sowas passieren kann. Ein gelber Loot, ab wann kann man den aufmachen? Glaube ich 25. Da kommt Petri. Da, bist du das? Nee. Das ist er, er ist wieder da. Er ist drin. Ich habe ihn nicht gekriegt. Oh Mann. Schade, das war knapp. Das Luftloch kommt, kein Problem. Dieses Mal gewinnst du. Gute Nacht, Nudel. Ja, mach's gut. Ja. Gute Nacht, Digga. Ich wollte eigentlich schon um 0 aufgehen. Oh, lol. Ja, dann schlaf mal, ey. Ruh dich aus für morgen. Ja, ja, morgen Schule, gar keinen Bock. Ciao, bis morgen. Schlaf gut, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Ja. Nudel ist einfach besser. Na, Vorsicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Mund mal lieber nicht zu voll nehmen. Sonst kannst du nicht mal runterschlucken. Genau. Zeig mal dein Hütchen hier, ich bin mal zu Besuch. Hallo, hier. Ach da. Ja, einfach nur hier unten. Oh lol. Ja, und du wunderst dich, dass wir hier eine Erderwärmung haben auf dem Server. Ja. Holy. Ist halt, also wird halt Metall und Holz gelagert. Mhm. Ja, also hier ist jetzt nichts mehr so viel zu sehen. Okay. Ja. Hier oben ja das Fenster, voll krass. Oder was? Hoch genau. Hier. Und dann einfach nur hier ein kleines Lager mit ein paar Kistchen. Okay. Genau. Schläft der Richie gerade. Schön. Balkon. Ja, draußen, ja. Oben Generator und unten zwei Kühlschränke. Naja, ach, die Frühstücke sind drin, aber sonst. Ach, noch krass. Nicht so. Not bad. Not bad. Wird ja. Das wird ja. Jetzt gucke ich mal trotzdem schnell zu dem gelben Loot Drop. Vielleicht habe ich ja extrem viel Glück. Nein, er ist weg, never mind. Warst du das? Du Sau! Ja, da hab ich aufgeplayt hier. Das ist eine 175er Sichel. Was? 175%. Ich schau mal ganz kurz. Das ist natürlich stark. Ich schau mal ganz kurz. Oder wie? Nee, eine Sichel einfach. Ach so. Mit einem Schlag kriege ich 43 Fasern. Warte mal, welches Level hast du? Warte, nicht weglaufen. Du bist Level. Halt! Halt! Lauf nicht weg! Was bist du für ein Level? 52? 20 ist der. Der hier ist der 20. Drache, der ist voll cool, die mag ich. Welcher Drache? Achso, der kleine. Der hier. Ich versuch mal, ob ich den krieg. Vielleicht zähl ich mir den. Yes! Level 36, ich meine, da muss er nicht hoch sein. Kleine nee. Hausdrache. Oh no, hast du. Ne, ich hab noch ein bisschen Fleisch, alles gut. Let's go.